gelaunter Urlauber steht vor witzigem Ortsschild, neugieriger Forscher guckt in die Tiefen des Ozeans und begeisterter Zuschauer sieht das Comedy-Highlight im Kino des Jahrtausends. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind meine schönsten Ferienerlebnisse. Halt! Was? Obermeier, was war das denn? Meine schönsten Ferienerlebnisse. Was? Für ein Blödsinn! Das da! Aber das ist alles voll deprimierend. Tja, aber dein Urlaub ist vorbei. Und das, das sind die News. Nein, es wird doch keine The Witcher 3 Enhanced Edition geben. Das haben die Entwickler von CD Projekt Red inzwischen über Twitter dementiert. Da heißt es, das Ganze sei ein Fehler und man prüfe aktuell, wie diese Falschinformation in Umlauf gekommen ist. Kurz zuvor hatten nämlich diverse Händler eine sogenannte Witcher 3 Enhanced Edition in ihr Portfolio aufgenommen, ohne konkrete Inhaltsangabe, aber mit einem Release-Datum Anfang Februar. Und dass zu einem Witcher-Spiel eine Enhanced Edition erscheint, ist gar nicht so abwegig. Immerhin sind Teil 2 und 1 auch als rundum überarbeitete Versionen mit zusätzlichen Inhalten veröffentlicht worden. Die ganze Geschichte mit der rundum überarbeiteten Version, die hätte Witcher 3 gar nicht nötig, wohl aber die Sache mit der Sammlung aller dafür erschienenen Inhalte, nämlich die DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine. Letzterer ist aber auch noch gar nicht separat erschienen. Da gibt es nur das grobe Release-Datum, erstes Halbjahr 2016. Greetings, Geralt. Do you want my help? It's a deal. Schlechte Nachrichten für Half-Life-Fans, denn Story-Autor Mark Laidlaw hat den Entwickler Valve verlassen. Herausgefunden hat das ein neugieriger Fan, der wollte Laidlaw eigentlich nur zu Half-Life 3 löchern, hat dann per E-Mail von Laidlaw aber überraschend die Antwort bekommen, dass er dazu gar nichts mehr sagen kann, da er nicht mehr länger Mitarbeiter von Valve ist. Zu den Gründen führt Laidlaw persönliche an, allen voran sein Alter. Er erklärt, dass er schon damals, als er vor 18 Jahren bei Valve angefangen hat, von seinen Kollegen den Spitznamen Old Man Laidlaw bekommen hat und es spätestens jetzt an der Zeit sei, sich mal für was anderes umzusehen. Er wird sich aus der hektischen Computerspielentwicklung zurückziehen und stattdessen in Eigenregie diverse Schreibprojekte angehen. Was das für die Zukunft der Half-Life-Reihe bedeutet, das ist noch unklar. Zu Ehren von Story-Autor Mark Laidlaw hören wir uns deshalb nochmal die besten Zitate von Hauptcharakter Gordon Freeman an. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Ah, yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Die Fanseiten überschlagen sich, kommt Bloodborne jetzt doch noch für den PC. Der Beweis für dieses Gerücht sind nämlich zwei Werbeanzeigen von Hardwareherstellern für PC-Hardware, die mit einem Artwork aus Bloodborne werben. Zum einen ein Acer-Notebook und zum anderen eine MSI-Mainboard wird hier mit dem Cover-Artwork von Bloodborne beworben. Deswegen sind sich viele Fans sicher, das muss jetzt für den PC kommen. Fakt ist aber, das Ganze wird eher nur ein Versehen in der Werbeabteilung der beiden Hersteller gewesen sein, denn von Sony gibt es immer noch keinerlei Bestätigung, dass das PlayStation 4 exklusive Actionspiel auch auf den PC kommen wird, zumal bei der Entwicklung auch Sony sich finanziell daran beteiligt hat. Die hätten also alles Interesse, dass das erstmal auf der PS4 bleibt. Aber macht ja nichts, denn vom Entwickler From Software kommt immerhin Dark Souls 3 auch auf den PC und das am 12. April. Das war's für die erste Ausgabe der News in diesem Jahr. Danke euch fürs Zuschauen. Morgen gibt's uns wieder jeden Tag. Bis dahin, weiterspielen!